Als Kaiser Rotbart, Lobesam, zum Heiligen Land gezogen kam, da musste er mit dem frommen Heer durch ein Gebirge, wüst und leer. Daselbst erhub sich große Not, viel Steine gab's und wenig Brot. Und mancher deutsche Reitersmann hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden war's so schwach im Magen, fast musste der Reiter die Mähre tragen. Nun war ein Herr aus Schwabenland, von hohem Wuchs und starker Hand, des Rösslein war so krank und schwach, er zog es nur am Zaume nach. Er hätte es nimmer aufgegeben und kostet's ihn das eigene Leben. So blieb er bald ein gutes Stück hinter dem Heereszug zurück. Da sprengten plötzlich in die Quer 50 türkische Reiter daher. Die huben an, auf ihn zu schießen, nach ihm zu werfen mit den Spießen. Der wackre Schwabe forcht sich nicht, ging seines Weges Schritt vor Schritt, ließ sich den Schild mit Pfeilen spicken und tät nur spöttlich um sich blicken. Bis einer, dem die Zeit zu lang, auf ihn den krummen Säbel schwang. Da wallt dem Deutschen auch sein Blut. Er trifft des Türken Pferd so gut, er haut ihm ab mit einem Streich die beiden Vorderfüße zugleich. Als er das Tier zu Fall gebracht, da fasst er erst sein Schwert mit Macht. Er schwingt es auf des Reiters Kopf, haut durch bis auf den Sattelknopf, haut auf den Sattel noch zu Stücken und tief noch in des Pferdes Rücken. Zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken. Da packt die anderen kalter Graus, sie fliehen in alle Welt hinaus. Drauf kam des Wegs eine Christenschar, die auch zurückgeblieben war. Die sahen nun mit gutem Bedacht, was Arbeit unser Held gemacht. Von denen hat's der Kaiser vernommen. Der ließ den Schwaben vor sich kommen. Er sprach: Sag an, mein Ritter wert, wer hat dich solche Streich gelehrt? Der Held bedacht sich nicht so lang. Die Streiche sind bei uns im Schwang. Sie sind bekannt im ganzen Reiche. Man nennt sie halt nur Schwabenstreiche.